This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. Wir sollten wieder an den Punkt kommen, wo Wahrheit zur Autorität wird. Und nicht die Autorität zur Wahrheit. Im Moment ist es so, es wird irgendwas erzählt und was erzählt wird, muss wiederholt werden. So läuft es auch in der Schule zum Beispiel ab, so läuft es in der Gesellschaft ab. Und wenn wir wieder zu selbstständigen, eigenständig denkenden Menschen werden, dann kann Gott persönlich dir was erzählen. Und wenn es keinen Sinn für dich ergibt, dann nimmst du es nicht an. Nur wenn es Sinn ergibt, nimmst du es an. Nur wenn es für dich, wenn es sich für dich als Wahrheit zeigt, dadurch kommt man kommt dadurch, beziehungsweise du kommst dahin, indem du aufhörst, dich mit irgendwelchen Glaubenssätzen zu identifizieren. Wir wachsen auf, sind automatisch identifiziert mit unserem Land, mit unserem Volk, mit was auch immer. Es sind alles keine schlechten Sachen. Das Schlechte ist, oder das Unvorteilhafte für dich ist, dass du so damit identifiziert bist, dass du einfach dafür blindlings kämpfst und dadurch eine Grenze zwischen dir und dem anderen schaffst, dass das Bewusstsein nicht mehr die Verbindung von allen Menschen sieht. Wir sollten als Menschheit erstmal dahin kommen zunächst, dass wir wieder mal das Bewusstsein entwickeln, dass wir alles Menschen sind. Nicht die Frauen anders behandeln als die Kinder. Also man kann Leute schon anders behandeln. Aber nicht diskriminieren, das ist was anderes. Man macht einfach mit gewissen Menschen gewisse Dinge anders. Aber nur wenn es Sinn macht. Die meiste Zeit ist das Geschlecht völlig nebensächlich. Das Geschlecht sollte nur eine Rolle in einem Schlafzimmer spielen. Ansonsten ist man in erster Linie mal Mensch. Und wir sind so identifiziert mit manchen Rollenmustern, mit manchen Glaubenssätzen, dass wir die Dinge nicht mehr wahrnehmen können, wie sie sind. Wir schauen zu irgendjemandem herauf, schauen auf irgendjemanden herab, statt die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Einfach anschauen, wie sie sind. Ohne dabei zu ver- oder beurteilen. Einfach sehen, hey, dafür ist es vielleicht nützlich, was möchte ich machen und so weiter. Aber die Dinge sehen, wie sie sind und nicht, wie man sie sehen möchte, nach den Glaubensmustern, mit denen man sich identifiziert hat. Was gut für dein Land ist, mag vielleicht nicht gut sein für die Welt. Bisschen schwer zu beschreiben. Das ist einigermaßen nachvollziehbar. Auf jeden Fall sollten wir an den Punkt kommen, dass nicht einfach jedem Wort Glaube geschenkt wird. Dass wir uns wieder unserem Glauben bewusst werden. Dass wir uns wieder bewusst werden. Es gibt zig Theorien und so weiter. Aber es sind und bleiben Theorien. Es geht darum, Dinge zu erfahren.
Wenn was eine Erfahrung ist, dann braucht man auch keine Moral mehr. Wenn du ein höheres Bewusstsein entwickelst, dann hast du jederzeit ein Gespür dafür, dass der Baum da draußen deine Lunge ist. Und wenn du den Baum fällst, dann kannst du keinen Sauerstoff mehr einatmen. Und wenn keine Lebewesen mehr existieren, dann kann der Baum kein CO2 mehr einatmen. Alles ist in wechselseitiger Abhängigkeit. Dein Körper kommt einfach nur aus der Erde. Es sind irgendwelche, es ist Wasser, Erde. Und geht auch wieder zurück zur Erde, wenn du tot bist. Und wenn man dieses Bewusstsein wieder jederzeit entwickelt, dann macht man solche Dinge nicht mehr wie den Ast abzusägen, auf dem man sitzt eben. Was wir heutzutage mit unserem System aber machen. Beziehungsweise jedes einzelne Individuum. Das Wichtige ist, dass man sich selbst verändert. Das Problem ist, dass wir eine Lösung im Außen suchen. Jeder will irgendwie Weltfrieden oder sowas. Die meisten, über 90% der Menschen, können nicht mehr friedlich mit sich selbst sein, können nicht mehr friedlich mit ihren Kindern sein, können nicht mehr friedlich, selbst wenn sie ganz allein sind. Die meisten Menschen, die kannst du irgendwo in einen schönen Garten hocken, gibst denen jeden Tag was zu essen. Und trotzdem werden sie nicht glücklich, weil sie nichts mit sich anzufangen wissen. Weil sie sich nicht selbst entwickeln, nicht gelernt haben, selbst wieder Glück zu empfinden. Wie es die Kinder noch alle können. Ja. Und Frieden auf der Welt wird es nur geben, wenn jeder einzelne Mensch auf dieser Welt mit sich im Frieden ist und einfach nur mal da sein kann, ohne mit irgendjemandem zu streiten. Ohne sich über irgendwas zu ärgern. Wenn jedes einzelne Individuum auf unserem Planeten friedlich sein kann, dann ist der Planet wieder friedlich. Aber nicht, wenn wir irgendwelche Systeme verändern. Die werden sich dann auch ändern. Aber die Lösung liegt in jedem Einzelnen. Ja. Wenn sich jeder Einzelne verändert. Und dann wird auch wieder die Wahrheit zur Autorität. Und es wird nicht einfach alles Wahrheit, was Autoritäten sagen. Das ist ein entscheidender Punkt. Macht's gut, Leute. Ciao.